Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von TechCorp hier auf Microhazard TV. Wir verkaufen immer noch unsere schicken MP3-Player und wir haben jetzt schon 1,7 Millionen Gewinn damit gemacht. Wie sieht, wir haben jetzt da oben fast 6 Millionen auf dem Konto. Ich musste gerade nochmal aufscreen schon, also gerade eben kurz Auftrag geben zum Nachproduzieren. Wir haben nämlich schon über, jetzt guckt mal, über 26.000 oder 700.000 davon verkauft. Und wir haben wahnsinnig viele Fans, allerdings die Markenstärke hat schon echt nachgelassen. Somit sollten wir vielleicht langsam aufhören zu produzieren. Es ist halt ausverkaufen, ist das eben so. Man muss es irgendwann auch mal rar halten. Wir werden jetzt die Produktion einstellen. Stopp. So, du kannst weiter Displays machen. Du wirst weiter wieder auf CPUs wechseln. Und du wirst wieder auf Bodycase wechseln. Das sind so Sachen, die wir nämlich ständig brauchen. So. Und Audio hatte ich gesagt, wollte ich noch machen. So. CPU hat nicht genug Material. Alu fehlt. Genau. Komm, kauf mal hier. So. Lithium. Wir haben es ja in der Zwischenzeit. Okay. So, eingekauft wieder. Wir stellen keine neuen mehr her. Die werden dann, wenn alle, dann alle. Und wir haben über 31.000, jetzt schon 32.000 davon verhökert. Immerhin bei den Headphones waren es 18.000, hier sind es jetzt 32.000. Wir sind wohl auch gut dabei, auf jeden Fall, würde ich sagen. So, wir könnten, wie gesagt, hier unsere Server managen. Hier oben können wir auch noch Server kaufen in den einzelnen Bereichen. Ja, hier würden wir die monatlichen Kosten, die monatlichen Netto-Profit und ob wir damit Gewinn machen oder nicht. Wir könnten jetzt hier für Storage was kaufen oder für Hosting. Und die allerdings sind echt teuer. Also vor allem die kleinen gehen ja noch, aber die großen sind ja hier schon 13 Millionen und 300 bei Hosting. Und bei Storage genau dasselbe. So. Ich will heute mal was anderes mit euch machen, weil wir haben jetzt schon zwei Produkte veröffentlicht, auch wenn hier unten eins steht, wir haben zwei schon veröffentlicht. So ist ausverkauft, ne? Ja, gut, dann tun wir das jetzt archivieren und erledigt. So, ich möchte heute mit euch was anderes machen und zwar haben wir ja hier vorne auch die Möglichkeit, Software zu kreieren. Da gibt es ja Games, Add-ons und Futures und Plattformen. So, jetzt würde ich gerne mal in Richtung Games gehen. Wir können ja mal gucken, ob wir mal ein Game veröffentlichen können. Dazu brauchen wir aber erstmal unseren Sales Executive. Der muss jetzt nämlich mal nach Game Studios suchen, die zum Verkauf stehen. Und da können wir uns dann ein Game Studio kaufen. Der 1 ist schon zum Verkauf. What's a Game? Spezialität ist Debugging. Ich weiß nicht, warum, da steht irgendwie bei allen immer Debugging drin. Ich weiß auch nicht, warum. Maximum Level 1, okay. Wir gucken mal, jetzt haben wir ein zweites bekommen. Ist auch nicht besser. Wir gucken. Ah, jetzt haben wir schon 4. Schauen wir mal. Ja, What's the Game ist immer noch am besten, oder? Marvelous Diseases. Hier sehen wir noch so ein paar Bewertungen, was die so können. Ja, Debugging, A2D, A3D, Design, Gameplay ist bei denen ganz schlecht. KI ist bei denen auch ganz schlecht. Seht ihr aber, ihr kennt zum Beispiel eher Networking. Also sind nicht alle immer so gut. Ne? Egal, wir nehmen einfach mal das da oben und für 13.000 können wir, glaube ich, nicht viel falsch machen. So, jetzt haben wir ein Game Studio. Und jetzt können wir hier ein Game kreieren. So, jetzt machen wir Selected Genre. Wir haben aktuell nur Casual Simulation, RPG, Adventure und Action. Da können wir aber über den Forscher noch weitere freischalten lassen. Wir machen mal ein stinknormales Casual Game erstmal. So, Select Topic. Wir haben nur Sport, Romanze und Prison. Ich weiß nicht, ob das so passt. Wartet mal. Wir machen eine Sportsimulation. Simulation Sport. So. Select Franchise.
Da können wir jetzt wieder selber eine Marke erstellen. Sportsimulation machen wir einfach mal Formel 1. So. So, Formel 1, name your game. Ja, F1. Wir haben jetzt, warte mal, nach Wochen da oben, Woche 110, W110. So, Formel 1, W110. Jahreszahlen, noch was mit Wochen machen. So, 0110. So, Budget für das Spiel selber. Ich gebe denen jetzt mal, ja, wenn die es verbocken, ne? Egal, komm. Ihr kriegt 1 Million Budget. Zeit kriegt ihr 160, 180 Tage. Haben so ein halbes Jahr Zeit mit 120 Tagen. So, online oder free to play, das können wir noch nicht machen. So, also machen wir next. So. Configuration. Wir haben ein Simulations-Sportspiel, Plattform und Multiplattform. 1 Million Budget. So, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen, die wir nicht rückgängig machen können. Wir klicken einmal drauf und dann ist die Entscheidung gefallen. Dann sehen wir, ob sich jetzt auch die Qualität ja, übt. So, Select a Story. So, Basic Story, gut versus, also gut gegen böse, World Ending, Revenge, keine Ahnung, Rescue, Survival, Take the Zero to Hero, Redemption, Become the Greatest, Domination. Ja, wir machen mal Zero to Hero. Ne, Become the Greatest. So, werde der Größte. So. Select a Campaign. So, wie lange soll die Kampagne denn gehen? Kann ruhig lange dauern. So. Select Side Missions. Soll es überhaupt Nebenmissionen geben? Also Quests, so Collections, Minigames, Explorations, Collections. So. Select Sound Design. Standard Composers. So, Select Gameplay. Run and Gun, Tactical, Stealth, Hardcore, taktisch. So, Select AI. Ja, hier machen wir Standard. Control, Basic. So, Primary Gameplay. Also Horde-Modus, Koop, Sandbox, PvP, Creative Survival. Auch machen Koop. So. So, select Art Priority. Eher auf Charakter, eher auf Environment oder eher auf Balance. Also Balanced, wir machen mal ausgeglichen. Und der Stil, Isometrik 3D, Pixel Art, Stylized, Photorealism oder Abstrakt. So, wir machen mal isometrisch 3D, Pixel Art, isometrisch 3D. So, select Character, also ein Hauptcharakter, Player Customization oder wir machen einen Hauptcharakter erstmal. Und der Environment ist ja, Mountainside, Space, Forest, Western Colony, Office, Suburban House, Ocean, Modern City, Ancient City, Hospital. Mach mal Modern City. Select the World. Open World, eine lineare Welt oder eine dynamisch kreierte Welt. Wir machen erstmal eine lineare Welt. So. Jetzt sind wir bei Sport. Das Bild passt natürlich jetzt überhaupt nicht zu Formel 1, aber ist mir egal. Wir können natürlich das Hintergrundbild jetzt anpassen. Wir können jetzt hier das nehmen oder das oder sowas oder dies. Wir können hier alles ein bisschen noch oder einfach nur eine Farbe machen. Wir machen mal das da. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch Schönes an. Irgendein Bild finden, was in etwa in die Richtung passt? Nein, absolut überhaupt nicht. Es gibt überhaupt kein Bild, was da wirklich zu passt. Es hätte zu FIFA gepasst, okay, aber dazu passt jetzt absolut gar nichts. Ja,
wissen wir Bescheid, machen wir das nächste Mal FIFA oder sowas. Jetzt können wir noch die Schriftart hier auswählen, wenn wir eine andere haben möchten. Wir haben die da, Schriftfarbe, schwarz. So. Das Cover lassen wir einfach jetzt mal so. Könnte das hier noch ein bisschen bewegen. Wartet mal. So. Safe. So. Und dann sehen wir hier, wie die einzelnen Sachen jetzt gemacht werden vom Spielstudio. Hier seht ihr die Development-Fortschritt, hier seht ihr die Deadline. Können wir uns alles angucken, das Budget. Und wie die hier hoffentlich schön ackern dran. Gibt es noch weitere Spielstudios? Schenken wir uns mal. Wir können ihm jetzt mal sagen, er soll wieder aufhören damit. Erstmal. So, jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, die haben jetzt wahnsinnig viele Optimization Sachen gemacht, das ist sehr gut. Können wir mal Algorithmen herstellen in der Zwischenzeit. So, du könntest jetzt mal, welche brauchen wir noch oft? Sicherheit, Security, ja. Diese Module brauchen wir natürlich auch, denn gerade auch, wenn wir eine Plattform erstellen wollen oder sowas für das Development und auch für die Add-ons hier, brauchen wir das definitiv auch. Ja, da ist so einiges, was immer anfällt dann. So, können wir mal sehen, was schon fertig ist und was nicht. Pre-Orders sind keine Units in Stock, sind auch keine. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir da jetzt irgendwo was nämlich herstellen können. Assembly Line, Produce, nein. Macht der hier jedenfalls nicht. Der Audio schon mal sowieso nicht. So. Gibt es noch für Maschinen? TV, Video, Audio, Assembly-Maschinen haben wir ja, die normale. Die Audio haben wir auch. Ich muss mal gucken. Also irgendwie mit den Games hat das immer bisher noch nicht so richtig funktioniert. Weiß auch nicht warum. Das kostet einen Haufen Geld, hat aber bisher immer noch nicht so recht funktioniert. Ich glaube, produzieren können wir es natürlich erst, wenn das Development abgeschlossen ist. Ne? Wäre ja irgendwo logisch. Was wäre denn hier jetzt bei Franchise? Seht ihr hier, Formel 1. Status Development. Ah, mal schauen. Wir haben übrigens eine Markenstärke hier von mal eben fast 500.000. Ne? Die sinkt natürlich wieder ab, wenn wir da nichts veröffentlichen mit der Zeit. Dann sinkt die immer weiter. Aber ihr seht die Markenstärke. Hier ist bei 0. Hier sind zumindest noch 14. Deadline, haben wir mehr als genug Zeit noch. Da können wir noch Unmengen produzieren, theoretisch. Ich hoffe, das haut jetzt hin, weil ich bisher, also ich hatte das im Versuch schon mal gemacht, dass ich, also bevor ich das gestreamt, also aufgenommen habe, schon mal probiert gehabt. Ist immer schief gegangen, hat irgendwie immer nicht funktioniert. Weiß nicht, ob es daran lag, dass wartet mal, vielleicht sollte ich auch noch mein, nee, Marketing kann ich doch nicht machen dafür, no games to work. Okay, gucken wir mal, wenn es fertig ist vielleicht. Deadline ist ja noch ein Haufen Zeit. Wie weit seid ihr denn hier? Ich weiß auch nicht, ob wir erst eine Plattform quasi wirklich erstmal erstellen müssen, so nach dem Motto, bevor wir das überhaupt denn hier machen können. Aber ganz fertig sind sie noch nicht, obwohl Development angeblich schon abgeschlossen ist. So, kann ich jetzt da Werbung für machen? Nein, kann ich nicht. Könnte ich was in der Richtung produzieren? Nein, kann ich auch nicht. So. Wir haben schon wieder zu wenig Material hier.
Plastik ausgegangen. Na, der Style ist noch nicht fertig. Muss mal gucken, ob da irgendwas noch passiert. Das hier abgeschlossen ist, das Development. So. Und jetzt können wir Marketing machen, genau. Marketingbudget. So, Selected Marketingbudget und einen Verkaufspreis. So, Marketingbudget nochmal 300.000. Retailpreis, ja, 20 Dollar. So, Pause. So, jetzt können wir Werbung machen, oder? Ja, jetzt können wir Werbung machen. Okay. Kann ich jetzt auch produzieren? Nein. Ich weiß nicht in der Maschine. Wo produziere ich das denn? Ich muss das doch irgendwo produzieren können auch noch. Was ist da hier? Units in Stock 0. Ich muss das doch irgendwo herstellen können. Aber wo kann ich das herstellen? Was läuft? Marketing. Jetzt sehen wir schon mal, was Marketing läuft. Jetzt sehen wir Vorbestellungen. Okay. Aber ich kann es nirgends herstellen. Okay, gucken wir mal. Also wenn ich jetzt das Video vielleicht Assembly Machine für Video kaufe. Platzsparend arbeiten. Dann kaufen wir die für TV auch gleich. So. Da gibt es auch nicht. Und bei TV natürlich auch nicht, ne? Das ist nicht mein Problem. Wo kann ich das denn jetzt herstellen überhaupt? Ich sehe nämlich nichts, wo ich dieses Spiel jetzt auch produzieren lassen könnte. Da muss ich jetzt noch eine Produkt Creation machen? Nee. Product Creation. Nee. Die arbeiten, ja. So, Marketing ist auch fertig. 2,8.000 sind vorbestellt. Das ist ja schön. Aber wie mache ich das jetzt? Na gut, wir werden es herausfinden, hoffe ich. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Folge ist nämlich schon wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich und sage ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.